Don't touch any water. What? That sounds funny. In the opening area, under the ledge, just before the second hook point. The second blue hook point. Prost. Opening area under the ledge just before the second blue hook point. Ich hätte das ja als da interpretiert. Maybe it's just me though. Dass die Dinger sich genauso anhören wie die richtigen Secrets, ist sehr fies an der Stelle. So, ich habe eine ganz wichtige Frage. Okay, das zählt als Challenge failed. I may have a problem with this challenge. In the ruined hub, under the flattened tower, opposing to the blue skull door, just above the highest door. Ah, ja. This one. Gotcha, bro. Oh Gott. Sämtliches Muscle Memory, was ich mir angeeignet habe, komplett für den Arsch jetzt. Wegen fucking Moon Gravity. Alright. In the tower room on a platform above the arena. Das. Ist das der Tower Room? Was ist das hier? In the caverns, in the jump pad elevator, right after the blue skull door, in the tower room, on a platform above the arena. I don't think that is any of them. Also ist das ja einfach nix. Ah, yeah.
Seems like we have a push. Meint ihr, ich muss die mitkillen? Werde ich herausfinden, wenn ich zwei mehr habe, als ich muss. So. Und du noch. In the cavern, in an alcove, under the stone ramp. Hier so? Ah ja, this one. In the tower room. Ich weiß nicht, was der tower room sein soll. Nicht ganz zumindest. So, das ist wahrscheinlich der Jump Head Elevator. Right after the blue skull door through a small vent on the left side of the first ledge. Aha! Gotcha. Oh, das ist wahrscheinlich wo P-Ranking 2 sein wird. Fürs zweite Chapter. Oder? Nein, das macht keinen Sinn, weil das ist immer in im ersten Level vom Boss. Also es war in Minus' Corpse drinne und Minus' Heart oder so war dann der Gabriel Fight. Also dürfte P-Ranking 2 in Heresy sein. Right? He says, very unsure.
Go there, dickhead. I'm good today? Wir haben zwei Gegner mehr gekillt, als wir mussten. Das ist also tatsächlich nicht vonnöten, dass wir uns oben diesen roten Ohr pullen. Sehr schön. Okay, how do I don't touch Porter? Challenge. There are three wells in the first room in the opening area that can all be destroyed to lower the water level. Just look around. They are covered crevices. Otherwise, it's just careful platforming. The Savory Room is the most difficult of all, but otherwise, just be aware of your surroundings and don't get splashed when moving into the Blue Hook Room. Okay. Interesting. Der Cerberus Raum war der einfachste mit Wasser gefüllt. Und jetzt wahrscheinlich eher so, haha. Ah ja, I see. These ones. Mm-hmm. Ich hab Steuerung gedrückt. Hat nicht lange gedauert, oder? Das Wiki ist nicht sonderlich gut darin zu beschreiben, wo die Secrets sind. Davon ausgehend, dass es der einzige Grund ist, warum ich das Wiki verwende, sonst kann ich die Secrets auch selber suchen. Der Start. Da war 1, da war 2 und wo ist 3? Hm? Also. Zwei war hier. Ah, yes, it's the end of the world. AKA the level geometry. Just look around. Was ist denn das für ein Wiki-Satz, Alter? It is, in fact, not helpful.
Ich meine, es kann doch hier drüben sein. Theoretisch. Okay, und hier geht's dann abwärts. Also da ist dann schon zu spät. Okay. Das Wiki ist mal wieder nicht hilfreich. Was ist das? 5, 1, ne? Interessiert mich nicht. Da. Das habe ich gefunden. Da habe ich nicht gefunden. Können wir nochmal kurz restarten. Sie ist versteckt. Ich finde manche andere dümmere Sachen, aber das... Good one. Been drained. Amazing. Okay. Soweit ich weiß, bringt es nichts, wenn ich restarte, sondern in der Sekunde, wo ich das Wasser berühre, ist die Challenge vorbei und ich muss das gesamte Level restarten. Man hat mir gesagt, dass das hier wahrscheinlich das Schwerste ist. Dying ist okay. Oh mein Gott, ich dachte, meine Leiche berührt gerade das Wasser. Why this one is weil mit Abstand hier am wenigsten oder noch am meisten Wasser ist. Kann man Cerberus parryen? Ich glaube nicht. Ein Big Ball. Andererseits, man kann alles in diesem Game parryen. So, probably I'm just not good at it. We'll be right back.
Idiot? Ernsthaft? Okay. Das da, ne? Genau. Kein Freund vom Alternative. Weil das Ding ist, was ich... Obwohl, theoretisch gesehen kann ich das auch mit dem machen. Oder? Funky. A bit monkey. Interesting weapon. Variant. Ich meine, den Pierce habe ich auch nur hier drauf. Weil ansonsten ich einfach zu schnell Münzen werfe. Dass die ganze Variante nicht hinterherkommt. Oh. Aber ich probier's mal. Auf jeden Fall müssen wir eine schöne Falle bauen. Für die Cerberi. Cerberas. Was ist die Mehrzahl von Cerberus? Wieder so eine Art Frage, die du dir überhaupt nicht beantworten kannst. Extra auf den Parry gewartet. Checkpoint loaden bringt nichts, holy shit. Die Cerberus sind ekelhaft. Einfach nur, weil sie dich als unglaublich hart durch die Gegend bouncen können. Checkpoints schon mitnehmen, auch wenn ich so oder so trotzdem die Mission neu starten muss, wenn ich Wasser anfasse. Aber Devs sind mir erlaubt. Hey, weird thing. Thank you.
Lass mal nicht choken jetzt. Denn das, ohne gehittet zu werden, ist actually schwer. Also, gehittet werden meine ich nicht, sondern ohne das Wasser in dem Raum zu berühren. Denn du bist der Ping-Pong-Ball in dem Fall. And I do not like. Wie viel Wasser ist hier? Basically kein. Trotzdem die mittlere Lava-Area ist. Thank you, Maurice. Alas. Okay. One more. Der Grappling Hook ist nicht lang genug dafür. Good to know. Lucky me. Ja. I'm playing this game since a while. Pretty good at the revolver. Stampfen all day long. Nach oben fliegen, kein Problem. In irgendeine Richtung fliegen, die nicht oben ist, die auch eine Ansatzweise Richtung Wasser ist. Awful. Playing it safe. Ach, fuck, jetzt kommt die Höhle, right?
Okay. Einfach nicht reinrennen. Mega Tipp von mir. Kein Wasser berührt. Kein Wasser berührt. Ich klinge wie so ein Dota-Spieler, Alter. Oder LOL, keine Ahnung, weil es gleich kommt. What is yours? Take your guess. Wummert morgen noch im Ohr. Hei, 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 hei. In den finalen Ebenen gibt es auch noch Wasser. In diesen kleinen Mini-Bottichen an der Seite. Ne? Also wir sind noch nicht raus. Ich dachte, das ist was. Ist hier Wasser? Nein, ich dachte, hier wäre Wasser. Wasser. Unterm Glas nämlich. No touching water. Okay. Next up. Wir brauchen 20.000 Style, 6 Minuten, 67 Kills. Alright. Isaac durchgespielt? Nein, ich bin gerade dabei, Ultra Kill durchzuspielen. Moin Fritte. Wir haben gerade die Challenge gemacht und alle Secrets eingesammelt und jetzt machen wir das Level Flawless. Killen jeden Gegner unter 6 Minuten mit Style. Wünsch mir Glück. Mit Style meine ich, man gibt auch eine bestimmte Anzahl an Punkten.
Ach ja, und nicht sterben. Obviously. Als ich die Attacke gesehen habe und sie hat ihre Kugel nicht gemacht, wusste ich, es wäre der Laser, aber ich hatte keinen Dodge mehr. Piss. Aber ansonsten, zeitmäßig glaube ich, war das ganz gut. Weil ich habe ja vorhin mit Challenge gespielt und hatte noch eine gute Minute und war noch eine gute Minute drüber. Ich glaube, Zeit ist hier nicht das Problem, sondern die Mind Flayer. Das war schnell. Ich darf meinen Laser nicht für die Maurices verschwenden und wenn doch, muss ich mir Zeit lassen, which, naja, ich habe keine Zeit. So werde ich die nicht mit dem Laser wegmachen dürfen. Mehr Shotgun. Where?
Nein! Das war. Das ist schwieriger. Wenn wir das haben, ist der Rest relativ Cakewalk. Los, Maurice. Alright. Maurice is not broken. Let's go back. Wenn die Kugeln zurückfliegen, dann killen sie auch, aber wenn nicht, uiuiuiui, I think you're dead. Da ist es. So, hier drüben geht's weiter. Boah, diese Moon Gravity geht mir so auf den Sack. Man lernt die ganze Zeit eine Gravitation und wie man sich verhalten muss und dann so, hey, how about we change gravity? Thank you, game. Mehr so oft geredet werden, weil allmählich gehen uns die Gegner aus. Das muss ich jetzt auf Deutsch. Das ist komplett. Wo ist Next Level? Da.
Waves of the Starless Sea. So. Wir machen Secrets. Behind the door connected to the lighthouse, visible in the distance, accessible via rocket jumping or just skimming across the water. Okay. Ah ja, da, Lighthouse. Etwas verschossen fast. Das nicht, okay. Located under the bridge before you enter the room with the filth and the idol. When you under the platform open the crate with the blue orb inside. Ich glaube, das kenne ich. Ja, ich habe 4 von... Cool. Ich habe 4 von 5, also ein Secret wird irgendwo fehlen. Irgendein dämliches oder so, ja. Most things we got. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Dann müssen wir nicht mehr da drüben gehen, wenn ich weiß, dass wir das haben. Go, go, Gadget, Lambert. Ich hoffe, dieses Runterfallen wird mir während meinem P-Run nicht passieren. Passieren! Daher kommt das P. Climb over the room with the filth and the idol. The orb is sitting atop the bridge, connecting the two rooms next. Yes! Das sollte ich ebenfalls schon haben. Das ist quasi hier oben. To the left of the room containing the blue skull, visible through the window, there is a room disconnected from the rest of the building, which contains the orb. It can be accessed from above where the room met. Gerade wirklich eine Railgun auf den einen Gegner geschossen, der unverwundbar ist. Yes. I did. Good job. My brother in Christ. Gucken, ob ich im Nachhinein noch mit dem Magneten was machen kann, aber dann habe ich mich viermal verdrückt und mich vertut.
Was lernen wir daraus? Richtig, versucht euch. There is nothing more to learn. If you press what you want to press, you're most likely going to succeed. Where? There he is. Es ist auf Maurice abgeprallt. Auf seiner Leiche. I have to say, that is pretty funny. Es ist auf Maurice abgeprallt. Das. Das waren alle Secrets. Das da müssen wir nicht machen. Nein. So, und Challenge. Hello there. Alter Boss, bitte nimm doch mein Geld. Muss ich mich wirklich neben dich stellen, dass ich das machen kann? Hi. Give you $1 to fuck off. Sehr schön. Das war Challenge und alle Secrets. Das heißt, jetzt Flawless Style in Time. Hallo 21. How was your Monday? Angenehm ruhig. Anders als das hier. So, nochmal kurz nachgucken. Wir haben ...37 Kills, 4 Minuten 30 Zeit und brauchen 10.000 Style. Ich darf mich nicht von dem rumschießen lassen. Keine Ausdauer. Möglicherweise zählt das nicht in den P-Run-Fall.
Das however does. Die würde mich dann mit umbringen. Ich fürchte leider, ich muss den Ferryman besiegen, um auf meine Kills zu kommen. Aber, you know what? Wir gucken. Wer weiß, vielleicht ist er gnädig und wir müssen nicht besiegen. Wir wissen alle die Antwort jetzt nicht schon. Wie kann der das überlebt haben? Scheiß Laser nicht auf dem Boden gesehen. Ich verstehe bis heute nicht, wann diese Fliegedinger enragen und wann nicht. Es erscheint mir sehr random, aber ich weiß, dass das nicht die Antwort ist. Ich wollte mich healen. Im Notfall immer noch mal auf eine Münze schießen, dann weißt du, ob hinter dir noch Gegner sind. Den Eindruck, wenn die Serie darunter ist. Dankeschön.
thing on its own is pretty weak. Cool. Cool, absolutely great. Ein Gegner. Ich habe ziemlich genau eine Minute. Blaue Attack. Blaue Attack, CJ. Aber ich glaube, selbst wenn, das hätte die Zeit nicht gereicht. Die ganze Zeit reinzuknallen. Warum gibt's kein Double Jump? Das ist nicht hilfreich, aber das ist funny anzugucken. Und what is worse ist, dass es absolut Sinn macht, dass es sich so verhält. So nervig, vor allem weil die kleinen Gegner nicht da sind, wo sie hingehören. Selber umgebracht, glaube ich. Okay, bin mir nicht mehr sicher. Wenn ich die Shotgun schon bereithalte, muss ich natürlich auch dann den Super Pump bereithalten. Which for whatever reason I just did.
einmal schießen, direkt zurück in deine Fresse. Es ist ein unschöner Platz, gegen so eine Kombination an Gegnern zu kämpfen. Ja. Sure thing, dude. Hör doch bitte auf! Ich jedes Mal mit meinem Momentum wieder nach vorne rauszusetzen. Also die Stelle hasse ich. Habe ich in meinem Normal Playthrough gehasst, hasse ich hier noch mehr. Ich würde sagen, Skill Issue. Ganz klar. Aber I don't know. Ich würde behaupten, ich bin eigentlich relativ gut im Plattformer. Aber in so einem Schnellspiel geresettet zu werden, haut einen extrem raus. Oder ich sag einfach, so ist hi. Nein. Bitte. I've had enough. Ich weiß nicht, ob das von der Zeit überhaupt noch ausreicht. Flammenwerfer-Dude hat mich low gemacht, weil er auf dem Boden stand. Alter, ich krieg zu viel. Ich will die ganze Zeit double jumpen und es funktioniert nie. Und
dann kann ich mich da nicht walljumpen. Hey, ich krieg zu viel. Ich hasse dieses Runterfallen so sehr. Es ist halt das Schlimme, dass die Encounter nicht das Problem sind, sondern der Weg dahin. Ich hab mich verdrückt und hab meine Waffen geswitcht, anstatt Boom Boom zu machen. Das Level ist schwer. Nicht so schwer wie Oh Fuck the Sun, aber das Level ist schwer. Das ist nicht die Richtung, in die ich meine Tasten gedrückt habe. Entscheiden kann, was es war zu machen möchte.
I'm not even hitting my coins anymore. Ich schwöre, diese Sachen sind mit Absicht genau so weit auseinandergelegt, wie sie sind. Alter, ich krieg wirklich zu viel von diesen Resets. Ich würde eher Schaden nehmen wollen, aber kann dann dafür meine Position beibehalten, denn das ist einfach nur Cancer. Es dauert so lange, dass man das nochmal machen darf. Naja. My brother in Christ, why are you not dead? Meine Fresse. Hör doch bitte auf, Double. Rudi, bitte.
All right, next one. All right.